So, heute fangen wir mal mit einer kleinen Quizfrage an. Was haben Malergesellen und Echo Fresh gemeinsam? Ja, richtig. Beide haben die Meisterprüfung bestanden. Echo Fresh, der Rapper, der Leute dazu bringt, sich pünktlich um 0 Uhr den Wecker zu stellen, auf Schlaf zu verzichten und sich Augenringe verzierend 1000 Bars puren Hörgenuss reinzuziehen. Ich glaube, das sind schon genug Gründe, euch zur 30. Folge meiner literaturwissenschaftlichen Analyse zu begrüßen. Heute mit Echo Fresh 1000 Bars. Wenn ihr also wissen wollt, warum sich Iron Man in die 1000 Bars geschmuggelt hat und warum ich Echo für einen Meister der Homonyme halte, dann Drehstuhl nach hinten gelehnt und los geht's. Als Dankeschön für Platz 1 seines Albums Exodus droppt die fleißige Flowmaschine einen Freetrack mit insgesamt 1000 Bars. Wer gedacht hat, dass unser worthaltender Wrestling-Fan einfach nur so 1000 Bars runterspittet, der hat sich mal richtig geschnitten, wie ich heute Morgen beim Rasieren. Am Ende ist es eine ganze Meisterprüfung geworden, bei der Echo insgesamt 19 Teilprüfungen bestehen muss, um den Titel Master of Ceremony zu bekommen. Dabei wird er von der saugeilen Synchronstimme von Jean-Claude Van Damme, nämlich Charles Rettinghaus, als Hip-Hop-Sensei aka Mr. Miyagi unterstützt. Und für unsere kleinen profilneurotischen Pfiffikusse vor ihren Flachbildschirmen, ja, ihr habt recht, der Synchronsprecher spricht auch den Iron Man. Wer weitere Charaktere kennt, die er spricht, Streberwissen einfach in die Kommentare. Unser Rocky Balboa des Rap-Business musste im Laufe seiner Karriere viel einstecken. Nicht nur die anfänglich dicke Kohle, sondern auch Flaschen, die irgendwelche Flutschbirnen bei Konzerten auf ihn warfen. Doch unser Skill zur schaustellender Silbenjongleur hat weitergemacht, immer weitergemacht und nicht aufgegeben. Der energiegeladene Ekrem Bora ballert bombenmäßige 19 Kapitel aus seiner zungenakrobatisch erprobten Zauberzunge und nimmt seine Hörer mit auf eine Reise und lässt die letzten 10 Jahre Hip-Hop-Geschichte mit dem Dawn Revue passieren. Der Bitte-Spitte-Erfinder begeistert mich besonders durch seine vierte Prüfung, die Bitte-Spitte-Prüfung, bei der er herausragende 25 Homonyme runterbrettert, die mal sowas von geil sind. Hier sind meine Top 3. Putz lieber weiter Türklinken, denn niemals kannst du diesen Türklinken. Einmal sind es die Türklinken, die man putzen oder runterdrücken kann, und zum anderen die Abkürzung für Türke, kurz Türk, den man nicht linken kann, also nicht verarschen kann. Auf Platz 2. In der Nacht macht man Haier, man schläft, während deine Frau mit jedem für einen Haiermann schläft. Der Haiermann ist ein anderes Wort für das 5-Mark-Stück. Platz 1. Doch bei mir ist alles in Butter, Kerrygold. Nur noch 2-3 Alben und ich Kerrygold. Was glaubt ihr, wie gut stehen seine Chancen beim nächsten Album, Gold zu gehen? Der Savage-grüßende Sprechgesang-Scheibenwischer bringt die Line: Ich grüße meinen Mentor Kool Savage. Ich persönlich habe mich sehr über diese Line von ihm gefreut. Besonders, weil ich beide von Anfang an gefeiert habe. Wer von euch da draußen wünscht sich auch einen gemeinsamen Track der beiden wie zu Optikzeiten? Was meint ihr? Ist es absolut ausgeschlossen, dass beide jemals wieder zusammen Musik machen? Schreibt mir eure Meinung mal in die Kommentare. Neben der Bitte-Spitte-Prüfung gefällt mir auch der Teacher-Track am Ende. Echo ist einer der ganz wenigen, der zu seiner Vorbildrolle steht. Das macht diese Line deutlich. Sieh mal, ich habe eine Vorbildfunktion, die darüber hinausgeht, ein paar Worte zu flowen. Unser seine Meisterprüfungsablegende Master of Ceremony bedient diesen Titel allemal. Besonders deswegen, weil er seine 1000 Bars mit einer großen Pointe abschließt, die mich irgendwie an das LMS-Ende von KKS erinnert. Und eins noch, ach ja, ganz wichtig, dran denken. Ich wollte nur mal sagen, ich hab den längsten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es dauern wird, bis ich diese ganzen 1000 Bars auswendig gelernt habe, aber diese Line bleibt im Gedächtnis. Jeder einzige Dislike auf diese 1000 Bars sind eine Schande. Der Typ verdient Respekt für die vielen Jahre, in denen er sich durch dieses Haifisch, zwinker, zwinker, Business durchgebissen hat. Der bringt nicht mal eben einen Freetrack als Dankeschön, sondern ein komplettes Album mit einer ultra geilen und kreativen Idee dahinter. Das ist absolut meisterhaft. Dieser Typ hatte mal einen Traum und ich glaube, man könnte sagen, dass der in Erfüllung gegangen ist. Und heute gibt es mal keinen Konjunktivscherz. Welchen Part fandet ihr am besten? Große 1000 Bars Umfrage in den Kommentaren. Gibt es eine Lieblingsline, die euch nicht mehr aus dem Kopf geht?
Wenn euch dieses Format gefällt, dann könnt ihr mich unterstützen, indem ihr diesen Kanal abonniert oder das Video teilt. Ich danke euch.